Über Erde. Unsere Heimat. Wohlstand. Freiheit. Hallo. Demokratie. Unsere Lebensweise. Oh, hallo. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Nein! Süße Freiheit! No! Kennen Sie das? Szenen wie diese ereignen sich genau jetzt in der gesamten Galaxie. Sie könnten der Nächste sein. Es sei denn, Sie treffen die wichtigste Entscheidung Ihres ganzen Lebens. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie die Stärke und den Mut haben, um frei zu sein. Werden Sie ein Helldiver. Werden Sie Teil einer friedenssichernden Elite-Truppe. Sehen Sie exotische neue Lebensformen. Und verbreiten Sie die gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxie. Werden Sie ein Held. Werden Sie eine Legende. Werden Sie ein Helldiver. Ja, Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu Team Fraktum Digitum mit meiner Wenigkeit, der Herr Medi. Und wie man es gerade gesehen hat, herzlich willkommen hier zu Helldivers 2. Endlich ist es da. Ich habe mich schon ziemlich darauf gefreut, es zu... ja, es endlich spielen zu dürfen. Hab lange darauf gewartet. Es hatte schon so ein bisschen... Ja, was soll ich sagen? Die Vorfreude war groß. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was passiert. Und ihr seid mit dabei. So, da sind wir jetzt. Ja, ich hab's, ich hab's vorhin schon mal kurz angemacht, nur um mal zu gucken. Normalerweise hat es die Tante begrüßt, aber jetzt steht die da hinten. Aber mehr habe ich noch nicht gemacht. Ich war nur hier. So, die Brücke. Ja, ne? Wie das Cape flattert. Ehrlich. Die Knifte. Wir waren doch gerade dirty. Glückwunsch zum beendeten Training, Herr Diver. Sie haben jetzt auf dem Schiff das Sagen. Der Demokratieoffizier erwartet Sie auf der Brücke. Willkommen im Galaktischen Krieg. Ich? Ich bin die Kapitänin dieses Überzerstörers. Ich stelle sicher, dass Sie alles haben, um gelenkte Demokratie beim Feind zu verbreiten. Das war auch voll geil. Gelenkte Demokratie. Ich hab das Sagen? Ich hab doch hier von nichts eine Ahnung. Waffenkammer. Waffenkammer ist schon mal gut. Das ist die Waffenkammer des Schiffs. Hier kannst du dir einen Überblick über das Waffenarsenal des Schiffs verschaffen und dich auf die nächste Mission vorbereiten. Okay. Noch Granate, Knifte und dicke Knarre. Okay. Ich sehe schon, wo das hinführt. Ach du lieber Gott. Die Freiheit leitet meine Hand. Demokratie für alle. Helldiver meldet sich zum Dienst. Ich werde Übererde bewahren. Ja. Die Freiheit wird bestehen. Freiheit, Wohlstand, Demokratie. Helldiver meldet sich zum Dienst. Das hört sich gut an. Ich kämpfe für Übererde. Für Übererde? Was für Übererde, ey? Naja, ja, dann Siegesposen, bla bla bla. Das interessiert uns ja jetzt erstmal nicht. Okay. Dickes Schiff. Geiles Outfit. Alter, das bist du. Ja, gut, da gibt's ja immer diesen Onkel, der schon alles erlebt hat. Der hat natürlich immer eine Augenklappe. Da sind sie. Die Galaxie erwartet ihre Rettung. Und immer kahl rasiert. Aber. Okay. Aktive Helldivers, 25.000. Also, ich habe auch schon gelesen, dass die Server ziemlich überlastet sind. Aber ich hoffe, dass das jetzt nicht auf uns zutrifft. Die Freiheit wird angegriffen. Die Terminiden-Epidemie droht außer Kontrolle zu geraten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kinder zum Opfer fallen, ist so hoch wie nie. Ach, wahrscheinlich, dass ihre Kinder zum Opfer fallen. Okay.
Als Reaktion darauf haben unsere Wissenschaftler das Terminin-Kontrollsystem entwickelt, ein planetenweites Netzwerk zur Eliminierung von Bugs. Das TKS wird auf einer ununterbrochenen Linie von Barrierewelten errichtet werden, um die Bugs dahinter wegzusperren. Auf den Welten, die zu den Barrierewelten führen, wimmelt es jedoch von Terminiden. Dieser Befall muss beseitigt werden. Ja, gut, dass ich keine Ahnung habe. Generalbefehle repräsentieren die Ziele der Helldiver Community. Bugs sind außer Kontrolle. Alle Planeten zwischen Übererde und der Barrierewelt müssen befreit werden. Belohnung 10.000 irgendwas. Wenn du über einen Sektor fährst, wird angezeigt, welchen Anteil davon alle Operationen tragen dazu bei, die Feinde von Übererde zurückzudrängen. Wähle einen Sektor aus. Okay, das ist alles cool. Aber hier ist halt nicht so cool. Ah, da sind auch so ziemlich... Wählen Sie eine verfügbare Operation, Herr Diver. Da sieht man auch, glaube ich, wie viele aktiv sind zur Freiheit in dem Gebiet. Je nach Kriegsfortschritt sind unterschiedliche Planeten verfügbar. Wähle einen Planeten aus, um zu sehen, welche Operationen dort aktiv sind. Ja, ne? Schauen wir doch mal rein hier. Oh, dann gehen wir mal dahin, wo nicht so viel los ist. Das sieht so Porno aus. Das ist schon geil. Um die Operation zum Erfolg zu führen, bla 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 Phase. Ich will loslegen. Ja, komm. Gehen wir direkt rein. Operation Uno. Ich habe doch eine Mission ausgewählt. Finde und eliminiere den Brutkommandanten. Ja. Initiiere FTL-Sprung nach das Angel's Venture-System. Mit? Yo! Jit! Das ist aber ein flottes Schiff. Sprung abgeschlossen. Missionskoordinaten festgelegt. Ja, cool. Steige in einen Hellpod, um die Mission zu starten. Ja, dann machen wir das nochmal, ne? Abflug! Rein in den Kahn! Ach du lieber Gott, wie viel muss man denn hier auswählen? Eine Abwurfposition auswählen. Ja, Leute, ist doch kackegal. Evakuierungszone, ne? Also hier ist noch wahrscheinlich, oh, keine Ahnung, ich würde mal sagen, da. Ausrüstung auswählen, das auch noch. Boah, ich glaube, da habe ich auch noch nicht allzu viel Auswahl. Orbitalpräzisionsschlag. MG43 Maschinengewehr. Machen wir das doch schon mal. Und hier das MG43. Ja, Abfahrt, ne? Start initiiert. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber so kompliziert kann es eigentlich nicht sein. Für gelenkte Demokratie. Die Musik hat dabei. Hellpod manövrieren? What the fuck? Hä? Kann den manövrieren? Ach du lieber Gott. Ja. Da sind wir auch schon. Karte aufrufen. Oh, wie geil! Wie sitze ich denn überhaupt? Ja, Freunde, einen kurzen Augenblick. Ich glaube, hier sitze ich gut. Da hat man so ein bisschen die Munitionsanzeige in sich. In Sicht. Ja, und dann schauen wir uns das mal an. Jetzt sind wir natürlich hier alleine auf weiter Flur. Eigentlich ist das ja auf mehr Spieler gedacht, aber ja, ich will mich jetzt. Gefunden. Hä? Also, was kann man denn hier überhaupt machen? Okay, jetzt habe ich. Also mit Tab die Karte, ganz klar. Klassisch. Steuerung. Ah, da, okay, Steuerung. Ah, muss man so cheatmäßig irgendwie was machen. Ne? Okay, ja.
Zielen, schießen. Klarer Fall. Reload. Beim Nachladen geht die in der Waffe verbliebene Munition verloren. Überlege dir gut, wann du nachlädst. Ja, das war schon mal gut, dass ich nach 2 Schuss direkt nachgeladen habe. Ja, wir fangen mal. Ne? Also es ist schon ganz schön still hier. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, ne. Achso, ich glaube die Karte. Oh, Feind. Oh, Feind! 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 Deine Begegnung nähert sich. Nutze deine Taktikausrüstung. No time. Oh shit. Das war jetzt schon geil. Ja, okay, da ist irgendwas geschrieben. Achso, da brauche ich jetzt wieder 2 Leute. Da ist bestimmt irgendwas Cooles drin, ne? Aber ich habe nochmal Munition gefunden. Granaten. Okay, das ist schon interessant. Oh, das war, glaube ich, ein Medikit. Ja, wir gehen mal weiter zum Epizentrum. Auf hier habe ich Granaten, glaube ich. Das ist F1, ist, glaube ich, Medipack. Aber das ist jetzt alles hier blind, ne? Also. Was ist das? Mine, ich hätte es mir ja denken können. Wo ist der dicke. Wo ist der dicke Käfer? Hä? Komm raus! Hallo? Hallo? Sprinten. Hä? Ich dachte, hier geht jetzt die Action ab. Ha. Ich glaube, ich muss eher da so hin. Hm. Sumpf? Ah ja, okay. Mit Leertaste klettern. Ah ja. Da hat was. Oh lol. Was macht er denn? Oh moin! Hier spielt die Musik, ihr Affen! Lad das Ding nach! Ich darf muss erst den Clip leer machen. Jo! Hau ab! Ah, ich muss gegen die Zeit arbeiten. Oh. Sagt man mir das erst jetzt? Hallo? Hallo? Wo seid ihr, Maden? Ich höre die ganze Zeit was. Hallo? Moin, Freunde! Werfe Granate! In dein hässliches Gesicht! Oh shit! Oh shit! Magazin leer! Lauf, Junge! Die galaktische Befreiung näher.
Ich räuche ja erst den scheiß Planeten aus. Noch. Steuerung. Scheiße. Scheiße. Wie mache ich denn hier nochmal? Magazin leer! Haust du ab? Kann doch auch. Oh, ich glaube, passieren kann ich nicht allzu lange. Scheiße. Wie mache ich denn die Taktikausrüstung? Taktikausrüstung! Please. So. Okay. So. Evakuierung verfügbar. Munition alle! Jo, ich gehe ja schon, Aber ein dicker Käfer. Mensch. Magazin leer. Werte Granate. Für den Gruß von der Demokratie. Mega. Letztes Nachladen. Kostet ein wenig Demokratie. Andere Nachschub an. Ja, wie denn? Oh. How? Oder? Ah! Now we talking! Ausrüstungspaket unterwegs. Oh, Freunde, jetzt geht's ab. Ich will die dicke Knarre. Also nicht mit den Pfeiltasten, lasst euch nicht verwirren, sondern mit WASD den Nachschub anwählen. Ah ja. So. Gebt mal her, das dicke Ding. Der Peacemaker, Leute. Noch 30 Minuten für die Mission. Schönen Gruß von der Demokratie. Oh, wo kommt ihr denn alle her? Ah! Jawohl. Bitte, kommt zuhauf. Ich bin hier noch nicht fertig mit euch. Ja, schade. Junge, das Ding, das schrotet ja alles weg. Keine Munition mehr. Ja, wir laden erstmal nach. Und der kann sich da auch hinlegen, der Onkel. Ah ja, jetzt ist das auch ein ganz Ding, ganz Ecke stabiler. Mit den zwei Beinen. Ah, da sind ja noch welche. Servus! Freunde! Kommt her, kommt bitte her! Die
Das macht scheiße viel Laune, Freunde. Oh! Nebel! F1 ist jetzt Medipack, I guess. So, ich denke mal, hier werde ich abgeholt. Jo. Einmalpanzerung. Oh, moin, 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 moin. Bitte, bitte. Auch noch Gegner. Oh, nicht schlecht. Aber ich will die Knarre wieder haben. Ja, ich bin ja jetzt natürlich fertig, das wissen wir ja. Ah, wenn die so nach oben pusten, dann holen sie ihre Komparsen. Magazin leer. Oh, aber ich bin ja vorbereitet. Ja, moin. Oh, moin! Anfrage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Jo, da hat's mich zerrissen, ne? Das geht schnell. Die Demokratie ist... Ja, macht ja nichts. Ich bin noch nicht fertig. Wenn den noch so eins überbraten. Oh, Junge, lauf. Für den Wohlstand. Wohl. Da haben sie mich aber auch ganz schnell gekriegt. Also man darf die auch nicht an sich ranlassen. Sonst ist die Nummer nämlich direkt vorbei. Das kann ich mir im Koop sehr gut vorstellen. Gibt man so Feuerschutz so gegenseitig, ne? Der eine soll nachladen. Das sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Moin! Lol, der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Okay, man muss sie auch richtig töten, ne? Kommt nur, nehmt das! Oh, lol! Oh, ich lebe noch, ich lebe noch! F1, F1! Tu ihn was! Letztes Nachladen! Richtig! V? Was? V? V, okay, V. Alter, da wird aber zerrissen, ey. Gott sei Dank wenig Demokratie! Nimm deinen kleinen S, wenn du einen hast. Super geil. Okay, ich denke mal, wir hauen rein. Probe, also es gibt noch sehr viel zu entdecken. Aber das war jetzt, glaube ich, mal so ein kleiner. Aber feiner Einblick. Oh. Evakuierungs-Shuttle im Anflug. Okay. Ach lol, der braucht jetzt auch nochmal 2 Minuten. Ey, wollt ihr mich verarschen? Und er hat seine Stinkwolke gemacht, das ist nicht so geil.
VV. Verletzung? Was für eine Verletzung? Jawohl, richtig auf Steroiden. Gut nur, nimm schnell! Ja! Magazin leer! Oh, Scheiße! Letztes Nachladen! Komm schon, komm schon! Ah, fuck! Mein Bein! Was? Noch eine Minute! Oh shit! Magazin leer! Oh shit! Ach, okay. Keine Spritzen mehr! Na, ja, warum auch? Weckt euch die Freiheit! Was tue ich jetzt? Magazin leer! Ankunftszeit T-10 Sekunden. Landezone Rollen. Und ich dachte, wir wären ja fertig. Okay, wir gehen schnell außen rum. Arschkrampen, Arschkrampen, ihr kriegt mich nie. Hä, hä, hä? Rekan 1 macht sich zur Landung bereit. Oh, Scheiße. Magazin leer! Ah. Oh Gott, wo kommt ihr denn alle her? Lauf! Fridolin! Ah, F ist für Nahkampf. Na gut, dass mir das auch jetzt gesagt wird. Lauf! Ich nenne Fridolin! Rein in den Laden! Ja! Freedom. Glorreicher Sieg, ich bin dreimal gestorben, aber okay. Nehme ich gerne an. Ja, ich denke mal Tutorial und sowas, da kann man sich auch... Also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Tutorial war, ich glaube es eher nicht, weil ich ziemlich ins kalte Wasser geschmissen worden bin. Aber ich bin jetzt ein Level 2 Kadett. Cool. Irgendwie stolz. Ja! Oh Leute. Amerika lässt grüßen, ey. Um Himmels Willen. Ja, Statistik können wir uns eben mal angucken. Wir haben 200, über 200 Biester zerledert. Präzision von 62%, das kann man... Oh, in Ordnung. Abgegebener Schuss 1400. Lol, was hier alles. Oder war ich nur... Ach nee, ich war nur einmal gestorben. ...1,9 Kilometer gelaufen, was hier alles aufgelistet wird. Das ist ja schon cool. Neue Schwierigkeit freigeschaltet, leicht. Okay. Das habe ich vorhin gemacht. Ja, Freunde, ich will das Video auch nicht zu lange werden lassen. Ich denke mal, das war ein schöner Einblick in Helldivers 2. Das war jetzt nur ein Vorgeschmack, also... Ja, was soll ich sagen? Und ich habe das jetzt alleine gespielt, also da waren jetzt, war jetzt sonst niemand bei hier, ne? Das ist ja eigentlich Koop und ich denke mal, das wird im Koop noch wesentlich geiler wie jetzt schon alleine. Also das fand ich schon geil, jetzt richtig den Käfern ins Gesicht schießen, also das hat schon echt Spaß gemacht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar, ein Like und ein Abo da. Also mir gefällt es auf jeden Fall, da wird definitiv noch mehr kommen. Von meiner Seite aus und ja, da würde ich sagen, eines habe ich gelernt. Ohne Kommunikation gibt es auch keine Befreiung.
genau so ist es. Ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Euer Eddie von Team Verachtung Digitum. Ciao.